Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Wir haben uns wieder mal eine schöne Challenge überlegt. Viele von euch hatten sich das gewünscht. Genau, wir machen heute eine Blind-Bastel-Challenge. Dazu haben wir schon sind zurück. Jede Menge Sachen hier hingelegt. Mhm. Stifte, Scheren, die sind nicht sonderlich scharf, also wir wollen uns ja nicht blind dann auch noch schneiden. Wir haben hier Papier, Sticker, Washi-Tape. Und wir werden uns jetzt gleich die Masken aufsetzen, 5 Minuten lang blind basteln mhm. und hoffen, dass da am Ende was Cooles bei rauskommt. Das und Problem ist natürlich, die Materialien blind genau. aus. Dieser Stift fühlt sich ja genauso an wie dieser Stift. Wir wissen also am Ende nicht, was dabei rauskommt. Es ist für jeden von uns am Ende eine Überraschung. Also alles gut einprägen. Jetzt haben wir noch schon mal grob so ein bisschen einplanen, genau. Ja. Okay, aber gerade das, was ich mache, ist alles vertauschen. Das ist ja auch gerade das Spannende, dass man sich das so ein bisschen ertastet und dann denkt, also zum Beispiel diese Blöcke, die fühlen sich einfach gleich an, wenn ich mir da was aussuche. Keine Ahnung, was dabei am Ende rauskommt. Ja, wir gucken mal. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Spannende ist ja auch, wir können zwischendrin nicht auf die Uhr gucken. Mhm. Wir werden also überrascht nach 5 Minuten. Ich stelle schon mal den Timer. Ich setze mir schon mal die Maske hier auf den Kopf. Und 5 Minuten. Ich muss meine Brille absetzen. Okay. Okay. Panda-Maske ist da und ich drücke Start. Okay, Maske runter und los geht's. Oh mein Gott, ich sehe nur noch weiß. Oh, Evas Hand! Ah, du hast kalte Hände. Du hast warme Hände. Oh. Okay, man bringt natürlich auch alles ein bisschen durcheinander, wenn man es jetzt hier irgendwas aussucht. Ja, ich habe hier schon was. Ich bin auf der Suche nach Papier. Schon Papier gefunden. Okay. Mal gucken, wie ich das hinkriege zu falten. Blind. Jetzt stellt sich raus, ob wir wirklich gute Bastler sind. Ob wir blind basteln können. So, okay. Blind schneiden. Etwas, was ihr nicht unbedingt zu Hause nachmachen solltet. Oder wenn nur auch unter Aufsicht. Dass jemand Stopp schreien kann. Ich hoffe mal, das ist ein schönes Muster. Ich habe was ausgeschnitten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Auch vor allem weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, welche die bunte Seite von dem Papier ist. Und nicht, dass ich das hinterher falsch rum aufklebe, so was bunt unten und dann weiß oben. Ah, ich habe auch schon eine Schere. Jetzt versuche ich auch mal blind etwas auszuschneiden. Ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Ich habe Angst, auf den Tisch zu malen. So, ich glaube, das ist ein Klebestift. So. Vielleicht fühle ich das Papier nochmal. Ich weiß nicht, ob sich das. Keine Ahnung. Ich kann nicht erfüllen, welche die bunte Seite ist und hoffe jetzt einfach, dass ich es richtig aufklebe. Ich glaube, ich habe Glitzertape erfüllt. Oder das Washi-Tape hat eine extrem seltsame Struktur. Ich hoffe, ich habe jetzt hier. Oh, ich habe glaube ich schon daneben. Ich finde den Anfang nicht. Ja. Bin wirklich sehr gespannt, wie das hinter aussieht. Einmal abgerissen. Oh nein. Was habe ich hier? Warum fühlt sich das so komisch an? Ich schreibe gerade blind. Das habe ich eben auch schon. Aber ich glaube, ich habe mein. Ich merke gerade, das, was ich ausschneiden wollte, hat irgendwie zu viele Ecken. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt was geschrieben. Blind, wie das dann gleich aussieht. Und ich Washi-Tape, keine Ahnung, welches das ist. Vor allem, wenn da irgendein Muster drauf ist, manchmal darf das ja dann nicht falsch rum sein. Also dann ist das auf dem Kopf. Klebe ich mal so hier entlang. Okay. Ich versuche mich jetzt mal an den Stickern. Ja, stimmt, das werde ich gleich auch noch machen. Ich glaube, es ist einfach. Oh, der Sticker ist runtergefallen und jetzt klebt er in meiner Hand. Ich glaube, es ist einfach nur ein Etikett. Ich glaube, es ist alles hinter ein bisschen krumm und schief hier bei meinem Bastelprojekt. Ich kann es ja schon mal hochhalten, damit ihr es schon mal irgendwie einmal sehen könnt. Okay. Es fühlt sich gar nicht so schlecht an. Naja, wir werden es gleich sehen. Ich will auch einen Sticker. Was ist das? Oh, ich habe vielleicht nie gefasst. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Timer gestoppt. Das stimmt nicht. Vor allem frage ich mich, wie viel Zeit schon vergangen ist. Ich auch. So, die 5 Minuten kommen mir. Oh, jetzt habe ich was gerissen. Blind kommt einem das irgendwie lang vor, oder? Extrem. Vor allem, ich bin schon fast fertig hier mit Basteln. Nee, ich komme mich als Sticker nicht klar. Ich finde nicht mal die Seiten, wo sie drauf sind. Das ist ein kleiner Sticker. Ich bin so gespannt, wie das hinterher aussieht. Oh, Zeit ist um! Sollen wir gucken? 3,
zwei, eins. Oh, ich habe meins schon hochgenommen. Oh. Oh, das ist ja ganz süß geworden, was ich hier gebastelt habe. Ich habe auch ein Herzchen. Sehr cool. Also ich habe ein Notizbuch gebastelt. Oh, das nervt aber hier die. Ja, er ist weg. Also, ich sehe jetzt ja gerade selber zum ersten Mal, was ich gebastelt habe. Ich habe ein blaues Notizbuch gebastelt. Da steht drauf Notizen und sogar in blau. Hier oben habe ich noch einen Sticker hingeklebt, To Do. Passt auch super gut dazu. Und hier ein Herzchen mit einem Etikett, da kann man noch den Namen draufschreiben. Und auch noch super passend dazu, hellblaues Washi-Tape hier unten. Ich wollte so eine Herzkarte machen, die man so aufklappen kann und dann, also die erst so ein halbes Herzchen sein soll. Dann habe ich gemerkt, ich hatte hier unten zwei Spitzen geschnitten. Oh. Hier, deshalb musste ich dann nochmal nachkorrigieren, wo das abgeblieben ist, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall. Irgendwas habe ich nachher noch abgeschnitten. Aber ich finde, das Herz ist auch ganz gut geworden. Ist nicht gut geworden. Bei dir auch. Ja. Aber die sind beide so ein bisschen breit in dem unteren Bereich. Und hier habe ich es, glaube ich, auch so ein bisschen rumgeschmiert. Da ist so ein bisschen Farbe. Keine Ahnung, wo das herkommt. Dann habe ich alles Liebe drauf geschrieben, so als kleine Valentinstagskarte. Ist allerdings ein bisschen zu weit. Aber alles Liebe, das sieht richtig gut aus. Also überhaupt nicht blind geschrieben. Auch, ich finde, auch Notizen. Wir können sehr gut blind schreiben. Dann habe ich noch einen Sticker aufkleben wollen. Da steht No. Da steht No. No, alles Liebe. Auf dieser Seite steht direkt darunter, darüber Love. Und da steht auch Hooray und Yes und Cool. Und ich nehme ja ausgerechnet No. Also Eva, ich muss sagen, für blind sieht das sehr gut aus. Ich bin auch ganz zufrieden mit meinem Notizbuch. Ihr könnt natürlich wieder abstimmen, wer hat besser blind gebastelt. Wer ist auch blind die beste Bastlerin? Hashtag Team Eva, Hashtag Team Kati oder Hashtag Team Beide. Genau, abstimmen, uns natürlich unten reinschreiben. Habt ihr sowas Verrücktes auch schon mal getestet? Habt ihr noch weitere verrückte Ideen für uns? Auf jeden Fall ganz vorsichtig sein, wenn ihr blind mit Scheren arbeitet. Auf jeden Fall. Da muss man sich wirklich sehr konzentrieren. Genau, und am besten hat noch jemand ein Auge drauf. Ja. Das war unsere Blind-Challenge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Können wir auf jeden Fall noch mal wieder machen. Hat mir viel Spaß gemacht. War sehr lustig. Und auch diese Zeitwahrnehmung. Wir sind 5 Minuten selten so lange vorgekommen. Genau. Und ich finde, wir konnten in der Zeit richtig schön basteln. Manchmal kommt man so in Zeitdruck. Richtig. Oder man guckt so, oh mein Gott, wie lange haben wir noch? Und dann, den Zeitdruck habe ich dieses Mal gar nicht so empfunden. Nee, sehr cool. Wir hoffen, dass ihr auch so viel Spaß hattet. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen. Gerne unseren Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Einfach auf die kleine Glocke und auf den Abonnieren-Button drücken und dann kein Video mehr von uns verpassen. Ganz genau. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!